Hallo und willkommen zu einem kurzen Realitätscheck. Die Amazon-Deals, die derzeit wieder mal abgehen, sind nicht annähernd so gut wie Amazon, das euch weismachen will. Diese Information ist bei weitem nichts Neues, da Amazon diese Taktik seit Jahren anwendet und das Ganze eigentlich weitgehend bekannt ist. Es ändert nichts daran, dass es mich aufregt, aber ja. Für alle, die es noch nicht wissen, Amazon benutzt zur Berechnung des Rabatts die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, die in vielen Fällen, vor allem wenn das Produkt seit Jahren auf dem Markt ist, absolut nicht mehr aktuell sind. Gutes Beispiel habe ich mir hier aufgeschrieben, das Sigma 10 bis 20 mm F3,5 EX DC HSM Objektiv, das laut der Preisentwicklung von geizhals.at im Juni 2009 mit knapp 906 Euro im Katalog aufgenommen worden ist. Am Monat später, am 15.07.2009, also knappes Monat später, nachdem das Produkt dann am Markt war, war der Preis, ich sage immer Straßenpreis, weil da sind viele Geschäfte auf geizhals.at zusammengefasst und es wird der beste Preis präsentiert. Also der Straßenpreis einen Monat später war bei knapp 750 Euro. Das heißt um 150 Euro billiger. Und seit 2.10.2015 schwankt der Preis von diesem Objektiv zwischen 399 Euro und 351 Euro. Kurz gesagt, dieses Produkt, bei dem Amazon behauptet, es von 899 Euro herabgesetzt zu haben, gibt es seit längerer Zeit um 350 bis 400 Euro. Amazon wirbt es aber mit unverbindlicher Preisempfehlung 899 Euro. Bei uns jetzt 322, sind 64% Rabatt. Klingt um einiges besser, als es in Wirklichkeit ist. Denn das Produkt kostet seit Jahren, seit 7 Jahren. 2009 ist es rausgekommen, wir haben jetzt 2016. Das Ding kostet seit 7 Jahren nicht einmal annähernd so viel, wie Amazon hier behauptet, es herabgesetzt zu haben. Auch auf Amazon bin ich mir sicher, dass es vorher nicht so viel gekostet hat. Was ich natürlich nicht wirklich checken kann, da Amazon keine Preisentwicklung hat, sondern schon ein Chart-Ding wie geizhals.at, wo steht, wann es zu welchem Preis verfügbar war. Und ich weiß auch genau, warum Amazon sowas nicht hat. Aus dem einfachen Grund, da man sonst viel zu einfach sehen könnte, dass die Deals, die sie anwerben, nicht annähernd so gut sind, wie sie behaupten. Ist Amazon immer noch der billigste Händler für dieses Produkt? Ja, derzeit schon. Aber das ändert nichts dran, dass die Werbung absoluter Bullshit ist, und das absolut verwerflich ist, weil das ist einfach falsche Werbung meiner Meinung nach. Ja, die Preisempfehlung des Herstellers war 899 Euro vor 7 Jahren. What the fuck, wer wirft mit 7 Jahren alten Preisen? Das ist absolut nicht okay, Amazon. Ich bin nicht der Erste, der sich darüber aufregt. Wie gesagt, Amazon macht das seit Jahren, aber das ändert nichts dran, dass es Bullshit ist und dass Amazon endlich damit aufhören soll. Passt auf bei den Amazon-Deals. Vergleicht mit anderen Händlern. Hört euch um, was das Ding eigentlich wirklich kostet. Vor allem bei älteren Produkten ist der Preis oft die Preisreduktion, die auf Amazon beworben wird, nicht einmal annähernd realistisch. Und lasst euch auch nicht von dem tollen Timer da stressen, wenn drunter steht, endet in 14 Stunden. Im Falle dieses Objektivs, der normale Straßenpreis außerhalb von Amazon ist 350 Euro. Das heißt, man spart sich 30 Euro oder so. Wow. Klingt jetzt nicht annähernd so viel wie 64% oder wie Amazon es nennt. Was steht dabei? Sie sparen 576 Euro. Nein, der normale Straßenpreis, nächstbeste Händler nach Amazon ist, ich kenne die Firma nicht, IK Cabling. Dort kostet es 367 Euro. Amazon ist billiger, keine Frage, aber nicht so viel billiger, wie sie es eigentlich anwerben. Das war der ganze Punkt von diesem Video und ich wiederhole mich derzeit. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Oliver, hier bei Wiener Gamer und wir sehen uns im nächsten Video.